Das Infektionsgeschehen hat innerhalb der letzten Woche an Dynamik zugenommen. Hat Sie das zum jetzigen Zeitpunkt überrascht oder ging das schneller als erwartet? Ich denke, das ist immer im Nachhinein einfach zu sagen, auch das habe ich ja so erwartet. Ich denke schon, dass das, was wir jetzt sehen, nicht ganz unerwartet ist. Der Herbst kommt näher, es wird kälter und auch andere Erkältungsviren, also respiratorische Viren, treten ja häufiger auf, wie das Rhinovirus. Und trotzdem weiß natürlich niemand 100%, wie es weitergeht. Also reine Spekulation. Wir wollen uns die Möglichkeiten ansehen, die dem Labor und der Medizin zur Verfügung stehen, um Infektionen aufzuspüren. Wir wollen über Tests reden heute. Und natürlich spielen da auch Testzentren eine Rolle. Wenn der Gesundheitsminister nun von Fieberambulanzen spricht, dann klingt das erstmal gut. Manche kennen solche ähnlichen Einrichtungen auch aus dem Frühjahr. Das ist natürlich aber auch eine Kapazitätsfrage. Sie arbeiten viel mit dem Gesundheitsamt in Frankfurt am Main zusammen und haben ein bisschen Einblick in strukturelle Gegebenheiten. Ist das auf den ersten Blick ein guter Plan oder sagen Sie, naja, so einfach ist das alles nicht, wie sich das auf dem Papier anhört? Ja, wir haben hier in Hessen ja diese Abstrichzentren und generell finde ich das eine gute Idee für den Herbst und Winter. Ich finde den Namen jetzt nicht ganz so passend oder treffend, weil ja nicht jeder Fieber haben muss und es suggeriert, dass nur jemand mit Fieber in diese Ambulanz gehen kann. Mhm. Das soll natürlich nicht so sein. Das finde ich nicht so gelungen. Aber ich denke, es macht Sinn, dass es spezielle Einrichtungen gibt, da wo diese Patienten mit respiratorischen Infekten sich vorstellen können, weil sie zum einen die Hausärzte entlasten könnten und zum anderen den anderen Patienten, die wegen ganz anderen Gründen zum Hausarzt gehen wollen, dass die nicht ja die Sorge haben müssen, sich im Wartezimmer anzustecken. Deswegen finde ich die Idee an sich sehr gut. Man muss halt schauen, inwieweit der ambulante Dienst oder die ambulanten Kollegen überlastet sind mit der Anzahl der Menschen, die Symptome zeigen. Man muss halt, glaube ich, schauen, wie das in jedem Bundesland zu regeln ist. Ich habe auch gestern gelesen, dass überlegt wurde, ob man dann da einen Antigentest macht, also um jetzt direkt auf die Tests zu kommen. Mhm. Und dann zum Beispiel nach 15 Minuten dem Patienten schon Bescheid sagen kann, ob er SARS-CoV-2 positiv ist und dann im Nachhinein eine PCR zu machen, da bin ich nicht dafür, muss ich sagen, weil bei symptomatischen Patienten möchte ich schon die Diagnose genau wissen. Also da gehen wir auch später noch drauf ein, was Antigentests für Schwächen haben. Und ich stelle mir das dann auch schwierig vor. Also stellen Sie sich vor, da ist dann jemand mit Symptomen, ist im Antigentest negativ, denkt dann, er hat Rhinoviren oder irgendwelche anderen Viren, geht wieder nach Hause und wird dann nach ein paar Tagen doch schlechter von der Symptomatik, stellt sich im Krankenhaus vor und dann gibt's Verwirrung, dass der ja negativ getestet war, muss man den jetzt nochmal testen. Oft ist ja auch gerade im weiteren Verlauf die Diagnostik nicht einfacher, weil die Viruslast dann gar nicht mehr so hoch ist oder muss nicht so hoch sein. Und dann spielt ja auch das Immunsystem und die Reaktion des Immunsystems eine Rolle. Und deswegen finde ich, bei symptomatischen Patienten sollte man möglichst die richtige Diagnose mit einem sensitiven Test, also mit der PCR, haben, einfach um das Ganze drumherum nicht zu erschweren. Und wir hatten auch Patienten hier am Uniklinikum, die wirklich ja schon 2-3 Wochen krank waren und dann hierher kamen und wo die PCR immer negativ war und dann man erst im Nachhinein festgestellt hat oder zum Beispiel durch radiologische Aufnahmen, durch Untersuchungen, wenn die verstorben waren in einer Obduktion, dass die wirklich infiziert waren. Und deswegen würde ich da eher von abraten. Also ich finde, so Ambulanzen speziell, die darauf ausgerichtet sind, sich um diese Patienten zu kümmern, finde ich sehr gut, wenn die Diagnostik schnell ist. Aber hier würde ich wirklich eher PCR bevorzugen. Wie das sein kann, dass ein Test negativ ausfällt, obwohl ein Patient infiziert ist, darauf kommen wir ja gleich nochmal. Wir sind jetzt schon ein bisschen eingestiegen in die Begrifflichkeiten. Das Wissen über das Virus und die Virologie wächst mit der Pandemie. Manche Begriffe benutzen wir alle jetzt mittlerweile schon ganz selbstverständlich. PCR-Test, Antikörpertest, Antigentest. Die letzten beiden klingen ganz ähnlich, meinen aber unterschiedliche Dinge. Lassen Sie uns das mal ein bisschen sortieren. Es gibt den direkten Virusnachweis und den indirekten. Und für den direkten, haben Sie es erwähnt, gilt der PCR-Test als Goldstandard, wie die Virologen sagen. Was für Möglichkeiten gibt es noch?
Das haben Sie sehr gut schon mal vorbereitet. Also direkt bedeutet, dass man das Virus direkt nachweisen will. Indirekt bedeutet, dass Sie nachweisen wollen, dass der Patient mal Kontakt zu diesem Virus hatte. Okay. Und an direkten Verfahren gibt es diese berühmte PCR, aber auch einen Antigentest. Also wenn Sie Proteine vom Virus nachweisen, ist ein direkter Virusnachweis. Und dann gibt es noch Verfahren wie die Elektronenmikroskopie. Viren sind ja ganz, ganz klein und man kann sie durch ein Lichtmikroskop nicht sehen. Deshalb braucht man ein Elektronenmikroskop, um sie wirklich zu sehen. Und das haben natürlich nicht viele Labore. Das gibt es an Universitätskliniken natürlich, aber da ist schon sehr eingeschränkt, wer diese Untersuchung machen muss. Da muss man auch sehr viel Erfahrung mit Elektronenmikroskopie haben. Und dann gibt es noch die Anzucht. Das heißt, man versucht, dieses Virus zu isolieren. Dafür braucht man bei Viren ja immer eine Zelle. Also Viren haben keinen eigenen Stoffwechsel und können sich nicht alleine vermehren. Und das macht sie zu sogenannten Schmarotzern. Also sie brauchen uns und nutzen unsere Zellen und Bestandteile unserer Zelle, um sich zu vermehren. Anders als Bakterien zum Beispiel. Genau, das ist der große Unterschied. Viren sind immer in den Zellen. Und wenn Sie so eine Virusanzucht machen wollen, das machen eigentlich in Deutschland nur die großen Virologien, die ein sogenanntes S3-Labor haben. Das ist ein spezielles Sicherheitslabor mit einem gewissen Sicherheitsstandard. Also es gibt ja S1, S2, S3, S4. Mhm. S4 ist die höchste Sicherheitsstufe. Das gibt es zum Beispiel in Marburg oder Hamburg, wenn man mit Ebola arbeiten will. Und S3 ist schon direkt darunter. Da muss man, wenn man da arbeiten will, sich umziehen, spezielle Schutzkleidung tragen. Und da kann man auch, sage ich mal, dass so ein Unterdruck im Labor, da möchte man auch nicht den ganzen Tag verbringen. Das ist auch nicht angenehm zu arbeiten. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Probe von einem Patienten nehmen und die anzüchten wollen, dann braucht man erstmal Zellen. Dafür nimmt man meistens Tumorzelllinien, die sich immer vermehren, sodass man damit gut im Labor arbeiten kann. Dann muss man die aussehen in so Platten und dann kann man das Patientenmaterial nehmen und auf diese Zellrasen geben. Und dann muss man eine ganze Weile warten. Und da sehen Sie auch schon das Problem der Anzucht. Das dauert leider Tage bis Wochen. Es kommt sehr auf den Erreger an. Und man muss bis zu einer Woche warten, um wirklich zu sagen, eine Probe ist negativ oder lässt sich nicht anzüchten. Und dann sehen Sie, zum Teil gibt es verschiedene Möglichkeiten zu zeigen, dass die Zellen infiziert sind. Das Einfachste ist, dass das Virus die Zellen einfach umbringt. Also dass es zu einem Zerstören der Zellen kommt und dass Sie dann zum Beispiel die Viren nachweisen können mittels PCR wieder oder anderen Methoden. Und was es noch gibt, ist die Sequenzierung. Also das spielt auch eine Rolle. Wir sequenzieren auch viele dieser Viren, die wir dann isoliert haben, so nennt man das, um zu gucken, ob sich die genetische Information der Viren irgendwie verändert. Das wird auch in den Virologien durchgeführt, natürlich in Berlin am meisten, in Düsseldorf, in Frankfurt. Und man sieht aber, was da für ein Aufwand hintersteckt. Das können Sie an einzelnen Proben gut machen, aber damit können Sie keine Millionen Menschen testen pro Woche. Das dauert erstens einfach sehr, sehr lange. Zweitens brauchen Sie speziell geschultes Personal. Da darf auch gar nicht jeder rein in so ein S3-Labor und brauchen einfach sehr viel Zeit, ne? Also wenn man eine Woche oder so warten muss, bis man ein sicheres Ergebnis hat, dann ist das einfach für die Diagnostik dieser Erkrankung SARS-CoV-2 viel zu spät. Sie haben es eben schon gesagt, der direkte Virusnachweis ist der unmittelbar, wenn die Infektion stattfindet und wenn jemand Kontakt zum Virus hatte, kann man später, das haben wir im Podcast auch schon mehrfach besprochen, über Antikörpertests auch einen Nachweis führen. Entscheidend ist aber, hier wird kein Abstrich im Rachen gemacht oder Speichel, sondern es braucht einen Tropfen Blut oder Blutserum. Genau, das ist so der große Unterschied, wenn sich jemand nicht sicher ist, was der Arzt macht. Wurde jetzt das Virus nachgewiesen oder vielleicht Antikörper, dann können Sie das daran erkennen, welche Probe der Arzt genommen hat, ne? Also bei dem indirekten Nachweis von Antikörpern, da benötigen wir Blut oder Serum, also das ist der flüssige Bestandteil.
Und dann können wir verschiedene Tests durchführen, sogenannte ELISA-Tests zum Beispiel. Also die sind auch automatisiert mittlerweile und können die Antikörper bestimmen. Und der Goldstandard hier ist der sogenannte Neutralisationstest. Das ist aber auch wieder ein Test, wo Sie ein S3-Labor benötigen, weil Sie wieder dann eigentlich das Ähnliche machen, wie ich eben schon erzählt habe, diese Anzucht oder diese Isolation von Viren, dass Sie wieder Zellkultur brauchen, also Zellen brauchen, dass Sie eine Infektion herbeiführen mit einem Virus, was Sie vorher isoliert haben. Und dann geben Sie von dem Patienten das Serum dazu. Und dann kann man sehen, ob die Zellen infiziert werden oder nicht. Also wenn die Zellen infiziert werden, obwohl das Serum vom Patienten anwesend war, dann spricht das dafür, dass keine neutralisierenden Antikörper vorhanden sind. Wenn aber das Serum bewirkt, dass die Zellen nicht mehr zu infizieren sind im Labor, dann spricht das dafür, dass der Patient sogenannte neutralisierende Antikörper hat. Die verhindern, dass die Zelle das Virus aufnehmen kann. Genau. Wenn wir über Antikörperschnelltests sprechen, die ja auch immer wieder im Gespräch sind, wo kommen da die Neutralisationstests ins Spiel? Denn die sind ja ein ganz wichtiger Faktor, um tatsächlich eine Art von Immunität nachzuweisen. Genau, also diese Antikörperschnelltests, die sind leider nicht so genau, dass sie sich jetzt zum Beispiel eignen würden für einen Immunitätsnachweis. Das wurde ja, ich glaube, im April gefordert, ob man nicht so einen Pass ausstellen sollte. Und jeder, der Antikörper hat, kriegt so einen Pass. Und da hat man ja jetzt auch mittlerweile gelernt, dass das nicht sinnvoll ist. Ich habe auch gerade gesehen, der Ethikrat hat gerade eine Stellungnahme rausgegeben. Gerade und heute. Lehnt das auch ab, was sicherlich sinnvoll ist, weil wir sehen, dass das nicht gut korreliert und dass die Tests, also diese automatisierten Tests, nicht so genau sind, als dass sie für ein Individuum eine Aussage treffen können. Das ist eher, sage ich mal, wenn Sie große Studien machen, also 10.000 oder 100.000 Menschen testen auf Antikörper und dann sagen wollen, wie die Durchseuchung ist, da ist das nicht ganz so relevant, wenn der Test nicht 100% richtig ist. Mhm. Aber fürs Individuum ist das dann schon relevant, weil der will natürlich wissen, bin ich geschützt oder nicht. Und das können wir so mit diesen kommerziellen Antikörpertests mit einem alleine nicht sagen. Und wir zum Beispiel hier in Frankfurt, wir führen immer zwei Tests durch. Also wir machen eine Kombination aus zwei Antikörpertests und dadurch können Sie auch die Spezifität erhöhen. Spezifität nochmal zur Erklärung, die Frage, ob ein Test tatsächlich auf das konkrete Virus bzw. auf die konkreten Antikörper gegen das Coronavirus anspringt und nicht auf andere. Ja, also wir können ja nochmal die Begriffe kurz erläutern. Das geht ja immer sehr durcheinander. Also Sensitivität heißt, dass der Test korrekt positiv ist. Das heißt, er erkennt, dass jemand wirklich infiziert ist. Oder war im Fall von Antikörpertests. Genau. Und Spezifität heißt, dass er einen Nicht-Infizierten auch korrekt negativ macht, dieser Test. Das führt uns direkt zu der Frage, was für Abstriche für den direkten Nachweis, also den unmittelbaren Nachweis im PCR-Test auf die Infektion, was das für eine Rolle spielt. Man weiß, viele Leute, vielleicht die auch schon mal so einen Test haben machen lassen, dass so ein Abstrich im Nasenrachenraum oder im Rachenraum nicht ganz simpel ist. Da muss man genug Material auf dem Tupfer haben. Diese Angaben zur Sensitivität von PCR-Tests, ist da ein möglicher Fehler bei der Abnahme des Abstrichs schon einberechnet? Also ob das gut gemacht worden ist? Nee, in der Regel nicht. Also man muss erst mal sagen, das ist auch, glaube ich, eine Schwierigkeit überhaupt dieser Erkrankung. Wir nehmen halt einen Nasenrachenabstrich. Und so ein Abstrich ist von vielen, vielen Faktoren abhängig. Zum Beispiel, welches Abstrichbürstchen Sie nehmen. Da gibt es ganz unterschiedliche Qualitäten. Und ich weiß noch, als im April alle Materialien eng waren, da haben wir eigentlich jedes Abstrichtupfer und Abstrichröhrchen genommen, was wir bekommen haben. Und da gibt es aber unterschiedliche Qualitäten. Also es gibt einfach so Watteabstriche, dann gibt es extra sogenannte Flock-Swabs, die sind halt nehmen deutlich mehr Material auf und sind besser geeignet eigentlich. Dann gibt es verschiedene Transportmedien, in denen der Abstrich dann transportiert wird. Der hat auch Einfluss auf das Ergebnis. Es kommt auf die Technik vom Abstreicher oder Untersucher an, wie gut das gemacht ist, wie viele Zellen hat er aufgenommen, wie dann auch die Probe gelagert wurde zum Beispiel. Also
Hat der Arzt die dann in die Sonne gelegt und da ein paar Stunden liegen lassen oder ist die Probe gekühlt worden? Und dann ist beim Rachenabstrich sicherlich auch möglich, dass der Erreger ungleichmäßig in der Probe verteilt ist. Das ist so ein bisschen anders, als wenn Sie Blut oder Serum untersuchen, ne? Also wenn der Arzt Blut abnimmt und dann das Serum untersucht, das ist relativ definiert. Da können Sie genau sagen, ich nehme 10 Milliliter Blut ab oder ich brauche 2 Milliliter Serum. Und das ist bei so Abstrichen, ist das nicht so homogen, sage ich mal, wie bei einem Material, wenn Sie Blut oder Serum haben. Und das spielt natürlich alles auch für den Test eine Rolle. Aber im Blut lässt sich ein Direktnachweis nicht führen, sondern nur dann wiederum auf Antikörper. Für SARS-CoV-2 ist das nicht möglich. Also das ist bei ganz schwer Erkrankten, die auf Intensivstationen liegen, gibt es Einzelberichte, dass man da das Virus gefunden hat. Aber in der Regel ist das bei, sage ich mal, leicht symptomatischen Patienten, die ambulant sind, ist das nicht der Fall. Es gibt ja möglicherweise mittlerweile aber auch andere Alternativen zu diesem Rachen- und Nasenrachenabstrich. Also Stichwort Speicheltests, die haben wir hier auch schon besprochen im Podcast. Da gab es ermutigende Forschungsergebnisse zur Aussagekraft von Speicheltests. Und da kommt natürlich auch ins Spiel, dass man sich möglicherweise selbst einen Abstrich machen kann und damit den Gesundheitsdienst so ein bisschen entlastet. Was für seriöse Alternativen gibt es tatsächlich nach Forschungslage zu solchen anderen Abstrichen? Also da forschen, glaube ich, ganz viele dran, inklusive uns. Und ich finde das ganz wichtig, dass man evaluiert, geht ein selbst Abstrich. Das hat ja erstmal enorme Vorteile. Sie brauchen weniger Fachkräfte, weniger Schutzkleidung für die Fachkräfte. Sie können theoretisch mehr Tests durchführen, weil ein Nadelöhr dadurch wegfallen würde. Und das ist, glaube ich, gar nicht zu unterschätzen, das Ansteckungsrisiko ist viel geringer, wenn die Patienten sich selber abstreichen könnten und zu Hause bleiben könnten und dann ihre Proben einfach vor die Tür legen und die dann ja durch einen Fahrdienst abgeholt werden. Mhm. Das hat schon enorme Vorteile. Es schont natürlich auch den öffentlichen Gesundheitsdienst. Das ist ja auch begrenzt, das Personal. Und deshalb gibt es viele Bestrebungen, dass man da andere Materialien sucht, die ja jeder Mensch, sage ich mal, selber abnehmen könnte. Und es gibt zum Beispiel im JAMA Open eine Studie, die ist im Juli erschienen aus den USA. Die haben Nasenabstriche untersucht, also nicht, dass man durch die Nase bis in den hinteren Rachen geht, sondern aus dem mittleren Nasenbereich einen Abstrich nimmt und haben das an 185 Menschen untersucht und die waren aber symptomatisch. Also es waren jetzt keine asymptomatischen Patienten. Deswegen sind die Resultate, muss man sagen, nicht unbedingt übertragbar auf alle Personen, sondern das galt halt für die symptomatischen. Also die hatten einen Nasopharyngealabstrich bekommen und haben das verglichen mit einem Selbstabstrich der mittleren Nase und haben gesagt, dass wenn die Viruslast hoch ist, sind die Resultate, die die PCR ergab, waren vergleichbar. Allerdings muss man sagen, dass wenn die Viruslast nicht hoch war, beziehungsweise der CT-Wert über 33 in dem Fall war, dann waren die oft falsch negativ. Und da sieht man wieder den Unterschied, dass es sehr darauf ankommt, wie die Viruslast ist. Und was man einschränkend bei der Studie einfach sagen muss, dass das sehr viele Teilnehmer waren aus dem Gesundheitswesen. Also von den 185 waren 158 arbeiteten im Krankenhaus oder im Gesundheitswesen und waren deshalb keine, sage ich mal, Laien. Und das muss man natürlich auch bedenken. Und ein Unterschied war auch, dass die Proben dann eingesammelt wurden und oft der Selbstabstrich erst am nächsten Tag durchgeführt wurde, also nicht am gleichen Tag wie der Abstrich vom Arzt. Und deshalb muss man bei der Studie sagen, das ist ein interessanter Ansatz. Das kann funktionieren. Die Frage ist nur, wie ist es wirklich bei echten Laien und wie ist es, wenn jemand wirklich asymptomatisch oder präsymptomatisch ist, im Gegensatz zu denen, die hier untersucht wurden, die halt schon Symptome hatten. Also funktioniert es dann auch. Wobei noch nicht ganz klar ist, nach meinem Kenntnisstand, ob asymptomatische oder präsymptomatische nicht trotzdem eine vergleichbare Viruslast haben. Also die Frage ist in beide Richtungen offen, oder?
Genau, das auf jeden Fall. Aber diese Tests will man ja, also Selbsttests will man ja auch bei Leuten durchführen, die keine Symptome haben. Und deshalb muss man das auch bei denen natürlich einmal zeigen. Dann gibt es noch im New England Journal, gibt es noch eine Arbeit aus August, aus den USA ebenfalls. Die haben mal Speichel verglichen mit Nasopharyngeal- oder Oropharyngealabstrichen, also durch die Nase oder durch den Mund jeweils den Rachen abzustreichen. Und da waren interessanterweise auch Personen dabei, die keine Symptome hatten. Und die waren aber auch meistens Mitarbeiter vom Krankenhaus, sodass hier die gleichen Limitationen wieder gelten, dass das keine echten Laien waren. Und die haben zum einen Patienten verglichen, die im Krankenhaus waren, also Symptome hatten. Da waren auch Leute dabei, die keine hatten, aber auch knapp 500 Mitarbeiter vom Krankenhaus sich alle 3 Tage testen lassen. Und da haben sie dann im Speichel von 13 Personen, die keine Symptome hatten zum Zeitpunkt der Probennahme, hatten sie dann SARS-CoV-2 finden können. Und von den 13 Personen hatten auch 9 dann gleichzeitig in dem Nasopharyngealabstrich ebenfalls SARS-CoV-2 am gleichen Tag. Also relativ gutes Ergebnis für den Speicheltest. Genau, also es ist auch beschrieben, wie die das gemacht haben. Die haben das halt morgens gemacht, die haben vorher nichts gegessen, nichts getrunken, nicht Zähne geputzt. Und das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Die nehmen dann Urinbecher, ich weiß nicht, die kennt man vielleicht vom Arzt, wenn man eine Urinprobe abgibt. Und die sind gar nicht so klein, das sind so, weiß ich nicht, 125, 150 Milliliter. Und die sollten ein Drittel dieses Bechers füllen, also knapp 40, 50 Milliliter. Und das ist gar nicht so wenig, wenn man morgens aufsteht und nichts getrunken und gegessen hat, erstmal 40 bis 50 Milliliter Speichel zu produzieren. Man also braucht viel Spucke. Stelle ich mir ein bisschen zeitaufwendig und gar nicht so banal vor. Also das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist das Labor selber. Also wenn ich hier an mein Labor denke, meine MTAs würden mich, glaube ich, erschlagen, wenn wir jetzt nur noch Urinpöttchen bekommen würden, weil das sehr viel Platz wegnimmt. Also wir haben ja im Labor Ständer, wo die Abstrichröhrchen reinpassen und Urinbecher sind, wie gesagt, viel größer. Und wenn Sie überlegen, weiß ich nicht, am Tag 1000 von diesen Urinbechern, dann müssen die ja unter eine Sicherheitswerkbank passen, weil wir arbeiten natürlich im Labor mit solchen Sicherheitswerkbänken, wenn wir die Proben öffnen. Die kriegen sie da gar nicht runter. Und das ist schon logistisch und vom Aufwand schwieriger, sage ich mal, als diese Abstrichröhrchen. Dann haben sie oft das Problem, gerade wenn sie morgens noch nichts gegessen, getrunken haben, ist der Speichel manchmal zäh und lässt sich gar nicht so gut pipettieren bei uns und manchmal schäumt der dann auch und das kann dann auch wieder ja Probleme machen bei den Tests. Und was auch einschränkend zu sagen ist, diese Menge, die die da verwendet haben in dem New England Paper, also ein Drittel eines Urinbechers, das kann ich zum Beispiel mir bei Kindern gar nicht vorstellen, dass die das schaffen, so eine große Menge an Speichel ohne zu trinken dann abzugeben. Ist es denn relevant, weil Sie sagten, morgens nichts gegessen, nichts getrunken, nicht Zähne geputzt, dass das genau eben zu diesem Zeitpunkt passieren muss? Weil dann müsste man ja im Zweifel auch warten, während ich so einen Rachenabstrich natürlich irgendwann am Tag machen kann. Das ist korrekt. Also erstmal ist es so, dass durch zum Beispiel Zähneputzen oder Essen die PCR gestört werden kann. Das kann dazu führen, dass die inhibiert, dass die nicht funktioniert. Also gehemmt wird. Dass die Enzyme, die da drin sind, nicht mehr richtig arbeiten können und dass man dann gar kein Ergebnis behält. Und natürlich, wenn man morgens noch nichts gegessen, getrunken hat, ja, ist so ein bisschen wie, wenn Sie eine Urinprobe beim Arzt abgeben, dann sagt man ja auch mal, den Morgenurin soll man abgeben. Also, dass man möglichst repräsentatives Material hat und nichts verdünnt hat und sich davon erhofft, dass das bessere Ergebnisse liefert. Und das Positive dieser Studie ist ja auch so, dass die Sensitivität von Speichel, wie die das gemacht haben in der Studie, war genauso gut wie der Abstrich. Also es funktioniert schon, aber es ist, wenn man jetzt alles mit Speichel machen würde, auch nicht einfach, denke ich. Also muss man auch mit dem Labor besprechen. Was aber auch ein Vorteil der Studie war, ist, dass die gesehen haben, dass Speichel
als Material ja weniger Schwankungen in der PCR zeigt wie der Nasopharyngealabstrich. Und das ist ein häufiges Problem, was wir sehen, wenn wir zum Beispiel mehrere Nasopharyngealabstriche von Patienten kriegen über die Zeit, also weiß ich nicht, 2, 3 am Tag, über mehrere Tage, dass man schon sieht, dass die CT-Werte sehr schwanken können. Das liegt natürlich dann wieder an so Dingen wie, welches Röhrchen, welcher Tupfer wurde benutzt und wer hat den Abstrich gemacht. Das ist natürlich bei Speichel ein wenig mehr standardisiert dann, wenn sie genau festlegen, wie das passieren soll. Zur Erklärung CT-Wert, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, was genau das bedeutet. Noch einmal zum Verständnis, was die Leute so aus dem Fernsehkrimi kennen, also einfach so ein Wattetupfer in der Wange und da so ein bisschen Speichel abstreichen, das würde definitiv nicht ausreichen für so Speicheltests. Nee, das haben wir versucht, diesen Wangenabstrich, und der war nicht sensitiv genug. Also was es noch gibt, das habe ich jetzt auch noch gefunden, das war eine ältere Studie, die gar nicht mit SARS-CoV-2 in Zusammenhang steht. Und zwar ist die aus 2017, also gar nicht so alt, aber vor SARS-CoV-2. Und die haben mal geschaut, wie ist es denn mit Gurgeln? Ist Gurgeln möglich oder macht das Sinn als Alternative zu einem Rachenabstrich, und haben über 16.000 Proben untersucht und haben dann aus diesen 16.000 Proben immerhin 79 Patienten gehabt. Die haben zeitgleich ja so Gurgelwasser und einen Rachenabstrich abgegeben und weitere dann innerhalb von 3 Tagen. Und diese 79 Patienten wurden dann halt untersucht oder verglichen, was da rauskam. Und da gab es so Erreger, also die häufigsten waren Influenza A und B und RSV, aber auch Coronaviren waren dabei. Und denen ist aufgefallen, dass von diesen 79 waren 8 nur im Rachen positiv und im Gurgelwasser negativ, wobei da bei der Hälfte der CT-Wert über 35 war, was bedeutet, dass die Viruslast sehr niedrig war. Und 18 von diesen 79 waren nur im Gurgelwasser positiv und waren im Abstrich negativ. Und da war der CT-Wert über 29, also auch relativ hoch. Und das zeigt halt, dass das schon eine Alternative ist, auf jeden Fall. Also beide Methoden haben Vor- und Nachteile, muss man sagen. Je höher der CT-Wert, das sage ich jetzt trotzdem nochmal an dieser Stelle, desto geringer die Viruslast, weil das man da genau andersrum denken muss. Ich denke, wenn man jetzt das entscheiden soll, dann ist die Möglichkeit zum Beispiel bei Patienten, wo ein Abstrich aus anatomischen Gründen nicht so einfach ist, ist das eine gute Idee oder gute Alternative, auch Gurgelwasser oder Speichel zu nehmen. Also es gibt einfach Menschen, die sich nicht gut abstreichen lassen, weil sie zum Beispiel, wenn sie den Mund öffnen, da man den weichen Gaumen nicht sehen kann, das werden die Anästhesisten gut kennen, da gibt es so eine Malamparty-Klassifikation, die Anästhesisten schauen einem immer, wenn man irgendwann mal eine Narkose bekommt und intubiert werden muss, einmal in den Rachen oder in den Hals und schauen, wie weit kann man da einsehen. Deswegen werden die das gut kennen. Das ist natürlich jetzt nicht das Gleiche. Aber wenn sie dann in den Hals schauen als Abstreicher und nicht den weichen Gaumen, sondern nur den harten Gaumen sehen können, also nicht tief reinschauen können, sind das meistens Patienten, wo man nicht so richtig gut abstreichen kann. Oder wenn die Nase sehr eng ist, ne? Also dass man mit dem größeren Tupfer da gar nicht durchkommt bis an den Rachenhinterwand, bei denen macht das sicherlich Sinn, zusätzlich auch Speichel- oder Rachenspülwasser einzuschicken, um ja eine sichere Diagnose zu haben. Wir haben hier im Podcast in der Vergangenheit auch schon mal über Stuhlproben gesprochen. Gerade bei sehr kleinen Kindern ist das mit dem Abstreichen natürlich auch eine schwierige Sache. Können die auch aussagekräftig sein oder enthalten Stuhlproben nur inaktiviertes, totes Virusmaterial? Das ist eine gute Frage, weil das hängt sehr von dem Zeitpunkt ab, wann man abstreicht. Man kann das Virus, das haben wir schon bei den ersten Patienten aus Bayern von Herrn Drosten gesehen in der Studie, kann man das Virus im Stuhl sehr lange nachweisen, länger als meistens im Rachen, über viele Wochen sogar. Es gibt auch einzelne Fälle, dass das infektiös sein kann, das ist so. Aber als generelles Screening ist das meistens nicht sinnvoll. Also es kommt immer ein bisschen auf das Ziel an, was Sie verfolgen. Wenn Sie unbedingt eine Diagnose sichern wollen, also das ist, um nochmal an den Anfang zu kommen, das Beispiel, Sie haben einen Patienten, der vielleicht in der 2., 3. Krankheitswoche ist, dann schlecht wird, in die Klinik hier kommt und Sie finden das Virus nicht mehr im Nasopharyngealbereich, also
also im Rachen. Dann haben wir auch schon gesagt, schickt uns doch mal Stuhlproben oder einen Analabstrich und haben dann einfach die Diagnose gesichert, weil das wichtig ist für den Patienten und für die Behandlung zu wissen, welches Virus oder ob ein Virus ihn krank gemacht hat. Mhm. Generell ist aber auch sind Stuhlproben im Labor nicht ganz einfach zu handeln. Also da muss man auch so ein bisschen an die Labormitarbeiter natürlich denken. Das ist auch häufiger inhibiert, also dass die PCR hemmt und es ist nicht so einfach zu verarbeiten für die MTA. Es braucht viel mehr händische Aktivitäten, sage ich mal, als wenn sie einen Abstrich haben. Beim Stichwort Stuhlproben, wenn wir jetzt einmal ganz kurz nicht auf die individuelle Diagnostik gucken, sondern auch auf das, was man über das Infektionsgeschehen wissen möchte, also wie verbreitet ist das Virus tatsächlich in der Bevölkerung, auch mit Blick auf Herbst und Winter. Sie haben mit Ihrem Team auch in der Frage geforscht, ob man aus dem Abwasser Hinweise ablesen kann. Also wo viele Infizierte sind, da kann man das Virus auch in der Kanalisation nachweisen und gucken, wo stehen wir hier in diesem Landkreis gerade. Wie weit ist die Forschung da? Ist das tatsächlich so ein Anzeiger oder bringt es nicht so viel? Doch, das haben wir zusammen mit Kollegen aus Aachen gemacht. Im April, als gerade Nordrhein-Westfalen sehr betroffen war und viele Infektionen hatte, haben die für uns 9 Abwasseranlagen untersucht, über Nordrhein-Westfalen verteilt und uns Abwasserproben gebracht nach Frankfurt. Und wir haben dann gesehen, dass das auch korreliert. Also die Menge an Viren, die wir in dem Abwasser finden, beziehungsweise die Menge an PCR oder an Genmaterial korrelierte mit der Anzahl der Infektionen in dem Landkreis. Aber da muss man ganz klar sagen, wir haben nicht gefunden, dass das infektiös wäre. Das ist immer ganz wichtig zu betonen, dass man sich darüber infiziert, halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Wir haben versucht, das anzuzüchten, dieses Virus, aber das ist uns nicht gelungen. Und es handelt sich dann wahrscheinlich um kleine Genabschnitte, die noch vorhanden sind im Abwasser, aber die waren zum Glück nicht infektiös. Also zur epidemiologischen Überwachung geeignet, aber darüber hinaus auch kein Grund zur Sorge, um es mal zusammenzufassen. Genau.